Herzlich willkommen zu Digital Upgrade, dem Videopodcast mit Tipps, Tricks und News zu Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, vielen Free- und Open Source Vorstellungen sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Hi, ich bin Tino und ich bin der Basti. Und wir begrüßen euch heute recht herzlich bei unserer ersten Sendung von Digital Upgrade. Hey Basti, was ist Digital Upgrade eigentlich? Ja Tino, Digital Upgrade ist ein Videopodcast. Das ist so wie ein normaler Podcast auch. Nur, ja, dass man ein Video hat und man kann uns sehen. Hi! Ja, für denjenigen, dem jetzt Podcast, also das Wort, nichts sagt, Podcast ist sowas wie eine Radiosendung oder Videopodcast sowas wie eine Video- oder Fernsehsendung. Nur, dass die im Internet kommt oder im Internet verfügbar ist und man dafür nicht irgendwie an irgendeine Sendezeit gebunden ist und man kann die sich einfach runterladen und anschauen, wann man will. Ja, das ist richtig cool. Coole Sache. Und wir haben für euch heute ein recht reichhaltiges Programm aufbereitet. Und was kommt darin vor? Ja, also wir haben uns für die erste Sendung das Thema Internet mal ganz in einem Allgemeinen rausgesucht und möchten euch da in dem Umfang so ein bisschen den Firefox näher bringen. Also das ist ein alternativer Browser von der Mozilla Foundation, für den, der ihn noch nicht kennt. Auf jeden Fall ein Versuch wert und mein Browser der Wahl und bei dir ist es, glaube ich, nicht anders. Ja, so ist es. Genau. Außerdem gibt es von der Mozilla Foundation auch noch den Thunderbird. Das ist ein E-Mail-Client, sowas wie zum Beispiel in der Windows, wenn Outlook Express. Und der ist wunderbar und super und den wollen wir euch vorstellen. Und warum er wunderbar und super ist, werden wir dann euch auch zeigen. Ja, und außerdem gibt es halt die Möglichkeit, den Firefox, den Browser, noch mit Extensions zu erweitern. Und da wollen wir euch eine vorstellen, die wirklich toll ist und... Ja, genau. So, was haben wir außerdem noch in der Show? Außerdem haben wir heute eine super Sondersendung für euch vorbereitet. Wir waren nämlich auf der CeBIT. Oh ja. Und da haben wir nicht nur alle möglichen Sachen angeschaut und gefilmt. Nein, wir haben auch richtige Interviewpartner, die uns verschiedene Sachen erläutert haben und auch die Neuerungen näher gebracht haben. Das ist richtig. Zum einen waren wir bei Microsoft, dessen Stand wirklich riesig war. Super Riesenstand. Und haben uns das Microsoft Windows Vista mal ein bisschen genauer angeschaut. Genau, so ein bisschen die Zukunft schippern mal, also was da kommen wird, schaut sich an. Ist eine ganz coole Sache, muss selbst ich als Apple-Freak sagen. Und im Anschluss, naja, ich würde fast sagen, ich habe einen neuen Freund kennengelernt. Oh ja, was für ein Freund, der da kennengelernt hat. Papiero, ein wirklich cooler Typ. Ja, vor allem süßer, kleiner Typ, würde ich mal eher sagen. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Genau. Danach waren wir bei Ubuntu Linux auf dem Stand und haben mit dem Pressesprecher von Ubuntu Linux Deutschland gesprochen. Der hat uns ein bisschen Ubuntu Linux näher gebracht. Also Ubuntu Linux ist, für alle, die es nicht kennen, eine Linux-Distribution, also momentan eher besser gesagt die Linux-Distribution. Ihr werdet sehen, warum. Und wir werdet jetzt nachher sehen, was der Pressesprecher dazu alles zu sagen hat und warum, was das an dem System so toll ist. Und dann haben wir uns noch die Messeneuheit schlechthin angeschaut, und zwar bei Samsung, die zum einen ein wirklich toughes Handheld vorgestellt haben. Ja, super Ding, super Ding. Und haben sie auch noch eine, würde ich mal sagen, eine super Alternative zur herkömmlichen Harddrive-Disk. Genau, also das ist gerade für die Freaks wirklich was ganz Besonderes. Ich denke, das wird in Zukunft ganz groß kommen. Ja, ihr werdet es nachher selber sehen. Ich bin sehr begeistert, also da hat sich Samsung was Tolles ausgedacht und das wird unsere Rechner schneller und einfach viel toller machen. So, und jetzt wollen wir gleich mal mit unserem ersten Thema, dem Firefox, einsteigen. Ich habe euch das etwas so aufbereitet, und zwar ich benutze Ubuntu Linux, und das bringt uns auch dazu, Firefox kann man nicht nur für Microsoft Windows hernehmen, oder für den Mac? Nein. Nein, es geht auch bei Linux und bei fast allen Distributionen, die eigentlich den normalen Anwender ansprechen. Genau, also man muss sich nicht irgendwie, wenn man vom einen System zum anderen wechselt, dann umstellen, sondern man hat einfach auf jeder Plattform denselben Browser und der sieht auf jeder Plattform eigentlich genauso aus und der funktioniert auch überall genauso und ist auf jeder Plattform genauso sicher. Also Firefox, tolles Ding, schaut sich mal genauer an, lohnt sich auf jeden Fall. Musik.
Nun werde ich euch den Firefox näher bringen. Ich befinde mich gerade auf der Ubuntu-Oberfläche, eine Linux-Anwendung, die den Firefox schon vorinstalliert hat. Hier befindet sich zum einen mal der Button, einfach hier in der Tab-Leiste. Zum anderen könnt ihr einfach unter Anwendungen, Internet, Firefox, Webbrowser den Firefox starten, was ich jetzt auch tun werde. Dieser öffnet sich in kürzester Zeit, was mich auch gleich zum ersten bringt. Ihr könnt gleich mal auf www.digitalupgrade.de gehen und einfach mal ihn als Lesezeichen speichern, indem ihr das Lesezeichen in die Lesezeichenleiste schiebt und loslasst. Zum anderen verfügt der Firefox über die Tab Browsing Technologie. Tab Browsing kann der Internet Explorer 7 erst ab dieser Version. Dafür geht ihr einfach auf Datei, neuer Tab und es öffnet sich hier ein neuer Tab, der im Blank-Modus startet. Ihr könnt auch einfach den Shortcut verwenden bei Windows oder Linux Steuerung T, bei Macintosh Control T. Firefox könnt ihr downloaden auf der Mozilla Foundation Seite, die ihr findet auf www.mozilla.com. Hier seht ihr zum Beispiel gleich den Download. Mozilla für Linux ist nur 8,1 MB groß, ist recht schnell runtergeladen und ist deutlich besser als die meisten anderen Browser. Natürlich könnt ihr einfach auf Other Systems, wenn ihr ihn hier runterladen wollt für ein anderes System. Zum einen Windows, Macintosh oder alle anderen Linux Applications. Das nächste ist, den Mozilla Firefox gibt es nicht nur in Deutsch oder Englisch, nein, es gibt ihn für fast jede Sprache, die man sich ausdenken möchte. Auch hat der Mozilla Firefox eine ausgeklügelte Suchfunktion direkt im Browser, indem man ganz einfach auf Bearbeiten, Seite durchsuchen oder Steuerung F für Windows und Linux oder Control F bei Mac kann man die Seite durchsuchen. Ich werde hier einfach mal nach Chinesisch suchen. Wie wir hier sehen, finden wir schnell Chinese, was auf Deutsch Chinesisch heißt. Auch kann man beim Firefox verschiedene Extras installieren. Zum einen gibt es die wunderbaren Erweiterungen, zu denen wir später noch kommen. Zum anderen gibt es verschiedene Themes, die ich euch jetzt noch zeigen werde. Ihr seid nicht an ein Erscheinungsbild gebunden. Ihr könnt alle erdenklichen runterladen. Ich werde jetzt meinen Firefox dem Firefox des Macintosh etwas näher bringen, indem ich den iFox Theme downloade. Dafür scroll ich einfach nach unten und wähle den iFox aus. Mit einem weiteren Klick auf Install Now ist der Theme ruckzuck installiert. Nun muss ich nur noch den Firefox neu starten und ich kann mir den neuen Theme anschauen, was ich auch sogleich machen werde. Oh, natürlich ist der Firefox von Anfang an so eingestellt, dass wenn ihr mehrere Tabs aufhabt, nicht einfach schließen könnt und dabei wichtige Daten verloren gehen. Und jetzt schauen wir uns den Firefox im neuen Kleid an. So, hier sind wir wieder. Jetzt habt ihr den Firefox schon mal ein bisschen kennengelernt. Auch die Ubuntu Linux Oberfläche vielleicht zum ersten Mal gesehen. Und vielleicht ist für den einen oder anderen auch eine Alternative zu ihrem herkömmlichen Linux oder vielleicht sogar eine Alternative zu ihrem Windows-System. Genau. Ja, wir machen jetzt gleich weiter mit der Extension für den Firefox. Und diese Extension nennt sich Sage und ist ein RSS-Reader. Für denjenigen oder diejenigen, denen jetzt RSS nix sagt, also RSS-Feeds sind XML-Dateien.
in denen, also das ist wie so ein Inhaltsverzeichnis von der Webseite. Der Vorteil ist, das Inhaltsverzeichnis oder diesen RSS-Feed kann man sich abonnieren und sich dann praktisch mit einem RSS-Reader, wie zum Beispiel Sage, dem Plugin für Firefox, abonnieren und man bekommt dann die aktuellsten Einträge der Webseite oder des Blogs oder des Forums oder des Podcasts, was gerade in unserem Fall wichtig ist, bekommt man dann in den RSS-Reader eingespielt, weil der halt in bestimmten Intervallen sich diesen Feed aktualisiert. Das heißt, jetzt in unserem Beispiel zum Beispiel, wir stellen eine neue Show oder neue News oder irgendwas online auf unserer Seite. Ihr habt zum Beispiel unseren Feed abonniert, den findet ihr auf unserer Seite www.digitalupgrade.de. Und eingeblendet. Genau, könnt ihr oben dann auf diesen kleinen RSS-Feed Knopf drücken und dann wird der abonniert. Und angenommen, wir stellen jetzt eine neue Show ins Netz und ihr habt uns jetzt nicht irgendwo in irgendeinem Podcatcher abonniert, dann kriegt ihr in eurem RSS-Reader-Programm den Hinweis, hey, neuer Eintrag bei Digital Upgrade. Und dann seht ihr zum Beispiel eine neue Show vom Datum XY. Und dann könnt ihr direkt auf die Seite gehen, die Show runterladen und es geht los und ihr müsst nicht alle 5 Minuten auf die Seite gehen und schauen, ob was Neues da ist. Also wie gesagt, Sage, der RSS-Reader für den Firefox. Ich stelle ihn euch mal vor, auf dem Mac, da seht ihr, Firefox läuft auch auf dem Mac. Und ja, wunderbares Ding, wunderbar zu bedienen. Ganz einfach, probiert es aus und schaut es euch mal an. Jo. Um RSS-Newsfeeds zu abonnieren, wie zum Beispiel unsere News, kann man natürlich ein externes RSS-Newsreader-Programm benutzen. Man kann allerdings auch den Browser selber benutzen. Die meisten Browser haben das nicht sehr elegant gelöst, andere Browser hingegen können es überhaupt gar nicht. Und hier kommt unsere Rubrik Another Week, Another Firefox Plugin zum Einsatz. Wir möchten euch hier das erste Firefox Plugin, den RSS-Reader Sage, vorstellen. Um Sage nutzen zu können, ist es sinnvoll, erstmal über den Lesezeichenmanager einen Ordner zu erstellen, in dem nachher die RSS-Feeds abgelegt werden. Er muss nicht RSS-Feeds heißen, er kann so heißen, wie ihr euch das vorstellt. So, ich lege diesen Ordner jetzt an und er ist jetzt fürs erste Mal leer. Jetzt gehe ich hin über Extras, Erweiterungen, Erweiterungen herunterladen, was mich auf die Mozilla Update-Seite bringt, auf der ich nach Extensions suchen kann. So, ich suche hier nach Sage, S-A-G-E. Ach, natürlich erstmal so. Suchen möchte ich nur nach Extensions und los geht's. Da ich nicht ganz unvorbereitet bin, weiß ich, dass Sage auf Seite 8 liegt. Hier. Und gehe direkt mal auf die Seite. Es gibt auch hier wieder diesen netten kleinen Install Now Button, auf den ich mal klicken werde. Auch wenn sich ein Installationsfenster öffnet und ich sage jetzt installieren. Sage ist installiert, Sage wird beim nächsten Start von Firefox installiert. So, damit schließe ich Firefox. Firefox ist geschlossen, ich öffne ihn. So, Firefox lädt und ist da. Ab sofort habe ich hier den Menüpunkt Sage, aber erstmal muss ich Sage konfigurieren. Ich gehe wieder in die Erweiterungen, klicke Sage an, Einstellungen. Und kann jetzt hier den Ordner für die Nachrichtenkanäle auswählen. In dem Fall zum Beispiel den Ordner, den ich vorhin erstellt habe, RSS-Feeds. Die restlichen Einstellungen sind so in Ordnung. Wer sich mehr damit beschäftigt, kann hier zum Beispiel über die benutzerdefinierten CSS-Stylesheets noch ein bisschen das Aussehen der Feeds beeinflussen. Aber für den Anfang ist das völlig okay, so wie Sage kommt. Ich schließe das Fenster hier wieder, schließe das auch und kann jetzt mir hier Sage einblenden. Sage wird als Bar eingeblendet, als extrige Bar, kann auch einfach mit Alt-S eingeblendet werden. Und also ich kann es hier ausblenden, direkt wieder einblenden, muss somit also nicht die ganze Zeit im Bild sein. Jetzt kann ich auf irgendeine Seite gehen, die RSS-Feeds anbietet, wie zum Beispiel heise.de. Man sieht, dass eine Seite ein RSS-Feed anbietet, dass der Firefox hier oben entweder ein RSS-Icon oder diesen Punkt mit den Linien da, die weggehen, anzeigt. So, ich kann jetzt einfach mit einem Klick hier drauf den Feed hinzufügen. Ich wähle aus, wohin er mir den hinzufügen soll. Nachdem Sage nur den Ordner RSS-Feeds überwacht, einfach hier rein. Sag hinzufügen, fertig. Und hier sehe ich, okay, Sage hat mir den RSS-Feed erkannt. Wenn ich jetzt darauf klicke, wird mir im Hauptfenster aufbereitet die aktuellen News von Heise, in dem Fall
dargestellt. Wenn ich jetzt einen bestimmten News anzeigen möchte, klicke ich einfach drauf. News werden geladen und ich kann sie mir durchlesen. So habe ich hier eine komplette Übersicht. Ich kann mir Sage noch weiter konfigurieren, wenn ich möchte. Indem ich hier auf Optionen klicke, kann mir hier Suchfenster einklicken, einbinden. Das ist dann hier so ein Suchfenster, in dem ich innerhalb der Feeds suchen kann nach irgendwelchen Meldungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe und sage, ich suche nach Telekom, zack, dann sucht er und findet mir jetzt auch über Feedster, das ist ein Portal, das Feeds verwaltet, sucht er mir alle möglichen Feeds, die was mit Telekom zu tun haben. Und theoretisch, wenn denn Heise bei Feedster gelistet ist, würde er mir jetzt auch ein Newsbericht hier zum Beispiel finden, wo Telekom drin vorkommt, der bei Heise gelistet ist. Somit kann ich mir noch einige andere Feeds hinzufügen. Ich zeige das jetzt gerade nochmal. Ich gehe auf ein Forum, welches auch ein RSS-Feed anbietet. Abonniere den wieder in RSS-Feeds. Und wenn ich jetzt runterscroll, sehe ich hier, aha, wurde hinzugefügt und ich könnte jetzt hier auch wieder direkt in die Feeds einsteigen. So, ich kann mir, wenn ich möchte, diese Seite jetzt als Startseite einrichten und hätte somit immer die aktuellen Feeds, könnt ihr immer die aktuellen Feeds sehen und müsst ihr mir nicht mal hier die Sage Bar einblenden. Die könnte ich mir dann theoretisch auch ausblenden. Das war's für heute für unser erstes Firefox Plugin. Nächste Woche gibt's mehr. So, das war das Plugin Sage für den Firefox. Besorgt euch das mal. Ist eine coole Sache. Kann man ein paar Sachen damit machen. Probiert es mal aus, kostet ja nichts. Und wenn es euch gefällt, legt mal los. So, wie gesagt, wir waren auf der CeBIT und wir haben nicht nur mit Leuten gequatscht und Leuten irgendwie auf die Nerven gegangen, sondern wir sind auch einfach mal... Nein, wir haben auch Mädchen angemacht, die kurze Sachen anhatten. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich nehme mal den Ring ab. Nein, haben wir natürlich nicht. Wir sind ganz liebe, brave Jungs. Und wir haben einfach tolle Bilder eingefangen. Und wir zeigen euch jetzt ein paar Pictures and Emotions. Nein, Pictures and Impressions würde ich sagen. Ja, richtig. Weil es sind ja Impressionen und die Gefühle, die kommen dann nachher ganz automatisch. Wir haben uns natürlich nicht nehmen lassen, diese unglaublichen Bilder und kleinen Videoclips nachzuvertonen. Oh, schaut es euch einfach mal an. Ja, wird ganz nett. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Sendung von Digital Upgrade. Ich bin Tino und ich bin der Basti. Wir sind hier auf der CeBIT, direkt vor der Digital Living Area. Aber das ist nicht alles, wir sind auch in den Hallen und wir bringen euch ein paar Informationen zu Internet und allem anderen, was sonst hier auf der CeBIT geboten wird. Hauptsache Technik, Computer, also alles, was irgendwie mit Elektronik und Digital Upgrade und Digital Living zu tun hat. Also viel Spaß! Hier bei Logitech kann man einige Besucher dabei erleben, wie sie ihre gesamten Fähigkeiten gegen Hardware eintauschen. Wie man hören kann, haben die meisten diese Fähigkeiten schon anderweitig verkauft. Auch die Desktop-PCs werden immer kleiner. Hier sieht man ein paar PCs mit Schatten. Super schön, super klein. Und auch noch schnell und einfach. Hier sieht man die Intel Vive Plattform, die Multimedia Plattform von Intel im Einsatz. Auf der Messe dieses Jahr ganz klar, ohne zwei Grafikkarten geht in Zukunft nichts mehr. Hier kann man schön aufbereitet den Fuhrpark der MSI Grafikkarten sehen, vom Baby bis zum Flaggschiff. Ein Schmankerl für Case-Modder, Lauftext direkt im Display. Dieses Jahr auf der CeBIT, der absolute Renner aus Fernost, keine eigenen Ideen, sondern erfolgreiche Produkte kopieren. Ha, was ist denn das? Das ist doch mein Handy und dann noch in der Farbe? Ja, telefonieren kannst du damit mal nicht, vielleicht maximal Direktfilm abspielen. Damn! Im Game Tent von Samsung konnte man sich nach vielen Messemeilen einfach mal hinflätzen und eine Runde zocken. Hier am Stand von Speedlink
ja, aber den Chicks beim Spielen zu schauen, die können es zwar nicht wirklich gut, aber... Das ist der Anblick einmal frei. Hier sehen wir tanzende Roboter, die auch Überschläge schaffen. Wir wollten eigentlich mit Herrn Hahn noch ein Interview machen, aber leider blieb uns nicht genug Zeit, dieses durchzuführen. Schade, vielleicht beim nächsten Jahr, wenn die Roboter größer sind und in einer Klonarmee gegen uns antreten werden. Oh oh! So, jetzt habt ihr schon mal kleine Einblicke von der CeBIT erhascht, aber wir haben nachher mit unseren Interviews noch einige große Einblicke für euch, dann werdet ihr mal sehen, wie es da abgeht und wie die Typen da so drauf sind. Aber jetzt erstmal raus aus Hannover und wieder zurück zu unserem nächsten Thema. Wir haben nämlich für euch den Thunderbird getestet und ich werde euch den Thunderbird jetzt ein bisschen näher bringen, denn er kann nicht nur E-Mails empfangen, nein, er hat auch besondere Datensicherheitsfeatures, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich nehme jetzt nicht den Mac her und auch nicht Ubuntu Linux, nein, ich nehme, wow, Überraschung, Microsoft Windows XP her. Nobody's perfect. Also schaut es euch an, der Thunderbird, den könnt ihr auch laden und zwar bei www.mozilla.com. Oder ihr geht auf Google und sucht nach Thunderbird oder... Ihr geht einfach auf unsere Seite, da gibt es zur heutigen Show einen News-Eintrag und da gibt es Links dazu. Nein, rechts gibt es eine Linksleiste. Nein, es gibt eine Linksleiste, die rechts ist. Ah, okay. Na gut, man muss es bei der Wahrheit bleiben. Man muss es nicht verstehen, aber auf jeden Fall könnt ihr da draufklicken und genau auf die Mozilla Faction-Seite kommen. Richtig. Dann schauen wir uns Mozilla Thunderbird an und los geht's, würde ich sagen. So, wir befinden uns jetzt auf der Microsoft Windows-Oberfläche, wo ich euch zeigen werde, wie ihr den Thunderbird installiert und einen E-Mail-Account anlegt. Bei Microsoft Windows installiert ihr den Thunderbird einfach per Doppelklick. Bei macOS schiebt ihr ihn einfach in den Applications-Ordner und bei Linux installiert ihr den Thunderbird ganz einfach über die Paketverwaltung. Der Thunderbird ist natürlich auch ruckzuck installiert, ist ja auch nur knapp 8 MB groß. Die Lizenzvereinbarung müsst ihr natürlich akzeptieren, ihr solltet sie vielleicht einmal durchgelesen haben. Anschließend wählt ihr noch einen Ordner aus und los geht's. Nun könnt ihr den Thunderbird gleich starten. Ich zeige euch erstmal, wo er abgelegt wird. Zum einen, wenn ihr auf Start klickt, ist hier gleich ein Hot-Button, den ihr klicken könnt. Zum anderen, unter Programme, findet ihr den Mozilla Thunderbird, wo ihr den Mozilla Thunderbird auch gleich starten könnt. Bei jedem ersten Start werdet ihr sofort gebeten, ein E-Mail-Konto oder ein RSS-Konto oder ein Newscorp-Konto anzulegen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr ein E-Mail-Konto anlegt. Dafür wählt ihr E-Mail-Konto aus, klickt auf Weiter. Anschließend gebt ihr euren Namen ein und eure Webadresse. Nun müsst ihr noch den Posteingangsserver und den Postausgangsserver SMTP einstellen. Hierbei ist darauf zu achten, dass es beim Posteingangsserver teilweise Unterschiede gibt, ob es ein POP oder ein E-Mail-Server ist. Bei vielen E-Mail-Servern ist der Eingang- und der Ausgangsserver identisch. Genauere Informationen entnehmt ihr da aber bei euren jeweiligen Anbieter. Nun müsst ihr noch euren Benutzernamen eingeben. Und fertig ist das Konto. Jetzt könnt ihr schon gleich Nachrichten empfangen. Natürlich solltet ihr darauf achten, dass wenn euer Server eine Verschlüsselung unterstützt, solltet ihr diese aktivieren, da so keine Daten in falsche Hände gelangen können.
also auf jeden Fall nicht so einfach. Dafür klickt ihr auf Extras und Konten. Wenn ihr nun auf Server-Einstellungen schaut, könnt ihr hier die SSL-Verschlüsselung einstellen und die sichere Authentifizierung verwenden, was wir jetzt auch hier im Beispiel machen. Anschließend könnt ihr beim Postausgangsserver die Eingabe nochmal überprüfen und auch dort die SSL-Verschlüsselung aktivieren. So, nun haben wir unsere Daten schon möglichst gut verschlüsselt. Der Thunderbird brilliert dadurch, dass er eine besondere Datenschutzqualitäten verfügt. Dahin kommen wir über Extras, Einstellungen, Datenschutz. Hier sehen wir, dass externe Grafiken bereits blockiert sind und JavaScript in Nachrichten ebenfalls blockiert ist. Dies solltet ihr auch, wenn möglich, aktiviert lassen. So schützt ihr euch vor Angriffen per E-Mail. Des Weiteren hat der Thunderbird bereits die Phishing-Methode integriert. Das heißt, wenn ihr eine Phishing-Mail bekommt, wird die Nachricht bereits überprüft und ihr werdet gewarnt. Auch könnt ihr den Thunderbird zusammen mit eurer Antivirensoftware noch sicherer machen. Dabei werden eingehende Nachrichten bereits vom Antivirenprogramm überprüft und eventuell in Quarantäne gestellt. Auch wenn ihr mehrere E-Mail-Accounts benutzt, könnt ihr die Passwörter hinterlegen. Diese Passwörter könnt ihr zusätzlich mit einem Masterpasswort verschlüsseln, was euch nochmal zusätzliche Sicherheit bietet. Ansonsten könnt ihr natürlich Zertifikate oder Kryptografie-Module, die bei manchen E-Mail-Servern benötigt werden, zusätzlich manuell installieren. Nun wollt ihr natürlich wissen, wie ihr noch weitere E-Mail-Accounts anlegt. Dafür klickt ihr wieder auf Extras, Konten und Konto hinzufügen. Nun seid ihr wieder bei einem bereits bekannten Bildschirm, wo ihr auswählt E-Mail-Konto, RSS-Konto oder Newsgruppen-Konto. Viel Spaß bei der Verwendung der Thunderbirds. Ich hoffe, ihr benutzt ihn genauso gut wie ich. So viel zum Thema Thunderbird von der Mozilla Foundation. Und von der Mozilla Foundation gehen wir jetzt rüber zu Microsoft auf die CeBIT. Auf dem Stand von Microsoft hat uns Herr Wessels vom Stand von Microsoft ein paar Einblicke in Windows Vista gegeben. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ganz coole und lässige Sachen. Also ich glaube, Vista wird nicht so schlimm, wie ich mir das immer befürchtet habe. Ja, gucken wir an. Ja, was gibt es zu dem Beitrag noch zu sagen? Ja, schaut euch einfach den Beitrag an. Er ist 5 Microsoft-Minuten lang. Das kann man wohl sagen. Also viel Spaß dabei. Hallo, wir sind hier auf dem Stand von Microsoft auf der CeBIT 06. Ich bin hier zusammen mit Herrn Wessels vom Stand von Microsoft. Und Herr Wessels wird uns ein paar neue Sachen zeigen, die Vista bringen wird im Gegensatz zu XP. Ja, es sind viele Sachen dazugekommen. Ich denke mal, eine Sache, die gerade so auf die Presse gegangen ist, ist das neue Grafikinterface, die Sachen bringt, wie Glaseffekte zum Beispiel, dass wir hier Transparenzgeschichten mit drin haben, dass ich eben auch Sachen drüberlegen kann, wenn Sachen immer noch durchscheinen und somit weiß, wo die einzelnen Sachen entsprechend sind. Auf dieses Grafikinterface können auch Spiele aufsetzen zum Beispiel. Eine Sache, die dabei aufgekommen ist, die Sache mit Halo 2, ja, das explizit auch für Vista geschrieben wird. Okay. Und genau auf dieses Grafikinterface auch aufsetzt. Das Interface selber erlaubt es eben auch Sachen wie zum Beispiel, wenn ich durch die Programme durchgehe, wirklich hier das Ganze grafisch zu sehen, dass ich weiß, welches Programm will ich jetzt eigentlich zum Beispiel haben. So dass ich wirklich eigentlich an der Stelle Übersicht gewonnen habe, wenn man so möchte. Auf dieses gleiche Interface setzt auch der klassische Umswitcher um. Da muss ich jetzt einmal schon durchs Bild gehen, leider. Wo ich auch wieder den Screenshot habe und das entsprechend kleiner machen kann, wenn ich möchte, auch auf die Desktops zurückgehen kann. Das eine Interface haben wir, wie gesagt, für die Grafik selber. Das wird dann ebenfalls nochmal benutzt in der Sidebar. Was wir hier momentan haben, ist eine Beta-Version. Es wird, wo ist er hin? Er zickt manchmal ein bisschen. Jetzt muss ich einmal kurz noch dazwischen gehen. Und zwar, die Sidebar wollte ich eigentlich gerne aufrufen. Wir haben eine Beta-Version momentan. Ab
April bis Mitte des Jahres für die Beta öffentlich verfügbar sein auf windowsvista.de. Ah, okay. Dort kann man sich registrieren, bekommt entsprechend dann benachrichtigt, wenn die verfügbar ist, und dann kann sich die jeder auch runterladen und auch mal reinschauen. Die Sidebar selber, das alles sind im Prinzip Java-Applikationen, die da drin laufen. Und ich kann hier einzelne Applikationen reinhängen, es sieht eine entsprechende Schnittstelle dazu, wo ich auch selber Sachen reinhängen kann. Momentan sind Sachen wie ein RSS-Reader zum Beispiel, dass ich viele News-Ticker abonnieren kann oder ähnliche Sachen, eine Uhr, Weltzeituhr oder ähnliches. Die Sache kann ich mir aber auch, wenn ich möchte, ich mache es hier mal mit der Uhr, auf den Desktop ziehen, sodass, wenn ich die Sidebar selber ausblende, die Sachen auch auf dem Desktop bleiben. Und die bleibt das im Hintergrund am Desktop aktiv, oder? Genau das. Die bleibt im Hintergrund auf dem Desktop aktiv, baut auch auf die neue Grafikoberfläche im Endeffekt mit auf. Also die neue Grafikoberfläche ist ja jetzt schon sehr beeindruckend, und wie ist denn die von der Grafikkarte her die Anforderung, dass es so läuft, wie es jetzt aussieht? Ja, wir haben momentan noch Beta-Stadium, das heißt, wie die finalen Anforderungen sein werden, ist noch nicht ganz klar. Aktuell in diesem Stadium ist es so, dass wir 64 MB Speicher auf der Grafikkarte brauchen pro Ausgang. Alles klar. Okay. So, bei zwei Monitoren heißt also analog 128 MB Speicher. Zum Beispiel. Ansonsten haben wir die nicht, lassen sich diese Effekte aber genauso gut abschalten, sind dann halt nicht da, aber man kann die auch entsprechend mit weniger Grafikkartenleistung das ganze System betreiben. Es sieht es dann ähnlich aus, nur dass halt zum Beispiel diese Transparenzeffekte nicht da sind? Ja, ich kann sie einmal abschalten. Das heißt, hier für die normale Oberfläche fällt erstmal so weiter nichts auf. Wenn wir jetzt ein Fenster aufmachen oder auch hier das hier zum Beispiel aufmachen, dann ist es eben so, dass hier die Balken entsprechend nicht mehr so transparent sind, wie wir es vorher hatten. Alles klar. Super. Dann eine Geschichte gerade im Laufe der Zeit. Wir haben einiges an Dateien auf unserem System, seien es Mediadateien oder ähnliche Geschichten, dass wir einfach suchen wollen und nicht die Daten finden werden. Das heißt, eine Suchengine. Das, was wir jetzt heute mit der Desktop-Search haben, ist hier ins System mit reingewandert, sodass ich wirklich hier beigehen kann und eine entsprechende Suche starten kann. Sprich, wenn ich hier beigehe und nach Dokumenten suche, nach Bildern suche oder ähnliche Geschichten, sind das Sachen, die hier entsprechend dann gefunden werden. Also wenn ich hier beispielsweise beigehe und nach von der Italien zum Beispiel suche, findet er hier die Dokumente zum Beispiel, die eben diese Stichwort mit enthalten, sowohl in den Dateieigenschaften als auch teilweise eben auch in den Dokumenten selber. Das heißt, es wird ein Dateiindex erstellt und die Suche funktioniert also viel schneller als die bisherige Dateisuche, die wir aus XP rauskennen. Richtig, genau das. Es geht so weit sogar, dass wir das auch hier direkt unten in der Startleiste suchen können. Das heißt, wenn ich das hier entsprechend anfange einzutippen, das Startmenü hier sich auch im Prinzip mit jedem Buchstaben, den ich eingebe, weiter entsprechend anpasst. So kann ich auch nach Programmen suchen, die im Menü drin sind und so weiter. Und dann die Programme auch direkt aus der Startleiste rausstarten. Ja, genau, das funktioniert genauso. Die Startzeile selber, wenn wir schon drin sind, ist insofern aufgeräumter worden, dass ich jetzt wirklich immer in dem gleichen Bereich bleibe. Das heißt, wenn ich die Programme öffne, macht er das hier intern. Wenn ich einzelne Ordner aufmache, macht er die ebenfalls hier intern auf. Es klappen nicht 20 Menüs über den ganzen Bildschirm. Gerade im Bereich Übersicht ist halt einiges passiert, was das angeht. Bis hin zu Live-Vorschau auf die Dateien, die wir haben. Wenn er das Dateiformat soweit kennt, macht er die sogar in so einer Vorschau auf und schaut in die Dokumente selber rein. Dann haben wir Geschichten wie zum Beispiel die Fotogalerie, wo die Urlaubsbilder drin sind oder ähnliche Geschichten. Das Ding geht über bestimmte Ordner, die ich entsprechend konfiguriere, scannt die durch. Ich muss also nicht einen speziellen Ordner haben, sondern wirklich eine Datenbank, die dahinter steht und das Ganze entsprechend macht. Wenn ich hier entsprechend dann drüber gehe, bekomme ich hier eine Live-Vorschau, kann mir eine kurze Vorschau auf die Bilder geben. Ich habe hier in der Fotogalerie selber sogenannte virtuelle Ordner, die automatisch aufgebaut werden. Heißt, Daten, die Kamera zum Beispiel reinschreibt, wie Datum, wann ist das Bild gemacht worden und ähnliches, kann ich hier entsprechend benutzen. Das heißt, ich suche die Urlaubsbilder von 2002 aus dem August, wird die Ansicht hier entsprechend auch automatisch reduziert. Und auch da natürlich die Suchfunktion mit dabei, dass wenn ich hier reingehe und jetzt zum Beispiel die Bilder suche, die ich mit meiner alten Kamera gemacht habe, kann ich hier zum Beispiel auch nach der Kamera suchen. Und er zeigt mir jetzt in diesen Bildern, die mit dieser Canon-Kamera, Kodak oder wie auch immer gemacht wurden. Hier entsprechend verschicken, senden, drucken und so weiter. Wo wir gerade beim Thema auch Dateisystemen sind, hat sich im Explorer auch irgendwas geändert, also am Windows Explorer selbst? Hier ist es so, dass ich mit dem Computer mit rein gehe und jetzt wieder das Interface wieder einschalten, nur dass ich es nachher nicht vergesse. Dadurch, dass wir das neue Grafiksystem auch haben, sind die Icons auch entsprechend angepasst. Das heißt, wir haben Vektorgrafiken. Sprich, erstmal die ganzen Icons selber sind frei skalierbar. Und eigentlich auch stufenlos, er hat es noch nicht gemerkt. Komm her hier. Doch, jetzt geht's. Stufenlos verstellbar.
wenn ich hier durchgehe, in die einzelnen Ordner reingehe, dann, jetzt nochmal hier unten, ist oben die Adresszeile angepasst worden. Ich sehe zwar hier oben nach wie vor den Pfad, wie ich es auch sonst gewohnt bin, aber ich kann dann die einzelnen Punkte direkt reinspringen, sodass ich jetzt auch direkt auf Müllaufweg C zurück kann. Ordnereinsicht ist auch geblieben, die kann ich auch wieder bekommen natürlich. Kann Favoriten mit reinhängen. Gehen wir aufs Laufwerk nochmal drauf. Habe ich hier die Ordneransicht als auch Favoritenordner zum Beispiel, die entsprechend mit anzeigen lassen kann. Des Weiteren auch im Bereich mit Dateien und so weiter. Wir haben hier unten entsprechend die Dateieigenschaften mitstehen, sodass ich nicht extra den Dialog aufmache oder ähnliches. Wir haben relativ große Monitore mittlerweile, sodass ich diesen Platz, den wir haben, auch wirklich nutzen kann. Wenn wir schon beim Explorer sind, ist der Weg zum Internet Explorer ja auch nicht mehr weit. Ja. Da gibt es ja jetzt auch die Version 7. Was hat sich da jetzt im Gegensatz zur Version 6 geändert? Beim 7, ich denke, das erste, was auffallen wird, ist auch dieses Tab Browsing Interface. Das heißt, ich werde verschiedene Karteireiter habe für die einzelnen Webseiten, die ich gerade offen habe. Entsprechend mehrere aufmachen und so weiter natürlich, kein Problem. Dann die Möglichkeit, auch hier eine Übersicht über die einzelnen Webseiten, die ich offen habe, zu bekommen. Gerade wenn ich viele offen habe und eine bestimmte raussuche, weiß ich gerade nicht, welche das sein soll und kann mir dann die entsprechende Seite, die ich haben möchte, raussuchen. Und seit haben wir hier zum Beispiel Heise oder Tagesschau zum Beispiel, CNN oder ähnliches, die bieten Newsticker an einem RSS-Format. Die kann ich hier auch entsprechend im Browser selber anzeigen lassen, die dann auch hier entsprechend dann aber auch sauber lesbar gerendert werden. Mit einer Suchfunktion auch ebenfalls hier wieder mit drin, wenn ich einen bestimmten Artikel suche oder ähnliches. Und die Sachen kann ich auch in meine Favoriten hier mit übernehmen, sodass ich hier wirklich meine verschiedenen RSS-Feeds haben kann. Und die Liste wird, jetzt kommen wir ein bisschen von Vista weg, auch mit Outlook synchronisiert, so die Sachen auch dort zum Beispiel drin sind. Im Bereich Sicherheit ist hier einiges passiert. Sprich, das erste, was wir haben, was auch, denke ich mal, auch schon in die Presse gegangen ist, ist der Punkt, dass wir einen Phishing-Filter haben, ja, der eben wirklich eine Webseite analysiert, auch ein Verzeichnis im Hintergrund hat noch. Und schaut, okay, versucht eine Webseite gerade fälschlicherweise meine Kreditkarteninformationen abzugreifen oder ähnliches. Dann gibt es eine entsprechende Warnung, in dem optisch einmal die ganze Adresszeile oben gelb gemacht wird. Eine Meldung daneben noch ist, suspekte Webseite oder ähnliches wird dort stehen. Und dann eben entsprechend die wirkliche Warnung habe, die auch klar ersichtlich ist für den Benutzer. Ähnliches wurde gemacht für die, auch für Zertifikatsfehler zum Beispiel, weil ich mit Verschlüsselung arbeite. Wenn es dort einen Fehler gibt, gibt es erst eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm selber. Und später dann aber auch hier, die Adresszeile wird dann entsprechend dann rot markiert, eben etwas mehr als das kleine Icon, was wir bisher im Moment hatten, ja, sodass die Leute auch wirklich sehen, was da ganz passiert. Dann ist es so, dass wenn eine Webseite versucht, Daten abzuspeichern ins System rein oder ähnliches, nimmt der Explorer die Daten, Internet Explorer die Daten zwar an, tut auch so, als ob er sie dorthin speichert, aber nur in einem eigenen virtuellen, getrennten Bereich, sodass dann die Daten auch von dort wieder gelesen werden können, damit die Webseite auch funktioniert. Mache ich den Browser aber zu, werden diese Daten wieder verworfen. Mein System selber ist nicht manipuliert worden. Also ich habe praktisch die Sicherheit gegen irgendwelche Hacking-Attacken oder sonstige Attacken, die über eine Webseite passieren, mir nicht das System zu zerschießen. Genau das, und darum geht es bei der ganzen Geschichte. Gut, Pop-Up-Blocker und ähnliche Sachen, die Sachen, die wir kennen, sind nach wie vor mit drin. Thema Sicherheit, kommen wir einmal zurück auf Vista. Auch da ist einiges gemacht worden. Sachen, die teilweise bekannt sind, einfach im Endeffekt verbessert worden. Gehen wir hier rüber in das Sicherheitscenter rein. Die Sachen entsprechend aufgeschlüsselt wurden. Das sind Geschichten wie zum Beispiel der Windows Defender, der dabei ist, was momentan als das Anti-Spyware-Programm bekannt ist. Auch der bekommt regelmäßig neue Signaturen, checkt das System live. Das heißt, wenn ich ein entsprechendes Programm ausführe, wird eine entsprechende Warnung geworfen. Wenn Systemressourcen abgefragt werden, muss ich die entsprechend erst zulassen oder ähnliches. Dann kommt dazu Funktion Jugendschutz, dass ich in der Lage bin, das System einzuschränken. Heißt, welche Webseiten darf eine Person, ich kann das also wirklich pro Benutzer auch einrichten, welche Webseiten eine Person ansurfen darf, welche Kategorie von Webseite, wann darf die Person an den Rechner ran. Da kommt er, genau, da haben wir ihn. Wann darf eine Person an den Rechner ran, welche Spiele dürfen gespielt werden. Es gibt ja mittlerweile Spiele-Rating-Systeme, die sagen, okay, welche Kategorie, welche Klasse hat das Spiel, welche Jugendschutzfreigabe zum Beispiel. Auch da kann ich entsprechend einstellen, welche Level erlaubt sein werden. Bis hin zu eben auch bestimmte Programme zu setzen und das Ganze auch zu schauen, okay, welche Spiele wurden wirklich gespielt, wie lange wurden sie gespielt. Das ist im Prinzip auch eine Auswertung dabei. Wir waren vorhin in der Fotogalerie, wenn ich einen kurzen Sprung zurück machen darf. Wir haben hier unten entsprechend ein Interface, das
von der Kategorie oder vom Optik her so aufgearbeitet wurde, dass es analog zum Media Player 11 laufen wird. Wenn wir uns den mal anschauen. Dann ist bei dem so, dass ich auch hier wieder, sprich meine CDs mit angezeigt bekomme, etwas mehr von den Metadaten mit angezeigt werden, sodass ich an die Sachen rankomme mit dem Cover dabei. Auch hier wieder die Suchfunktion im Endeffekt mit drin. Das heißt, ich gebe dort, genauso wie im Dateisystem, Daten entsprechend mit ein, Wörter mit ein, wenn ich nach etwas suche. Und dann findet die Sachen da auch genauso entsprechend. Das heißt, wir haben hier Sachen von den Beach Boys mit drauf zum Beispiel. Finde ich das Album dazu oder ähnliches. Wenn die Liste entsprechend lang ist, dauert es sonst, bis ich das finde. Wie gesagt, das Interface entsprechend dann vom Media Player vorgegeben, wird dort überall da, wo wir Media-Inhalte haben, auch entsprechend geerbt. Wenn wir von Multimedia schon reden, wir haben so ein Grafikinterface, wollte ich es eigentlich von gerne schon ansprechen, dass wir mit dem Media Center, wird eine neue Edition rauskommen für Vista, die es erlaubt, dann die Menüs transparent über das Fernsehbild zu legen, sodass ich nicht mehr dieses kleine Bild unten in der Ecke habe, wie es bisher der Fall ist, sondern wirklich eben das Menü transparent darüber legt. Vielen Dank für den Einblick in Vista. Wie viele verschiedene Versionen von Vista wird es geben und wo sind so ungefähr die Unterschiede zwischen den Versionen? Die genauen Versionsunterschiede werden noch festgemacht, das ist noch nicht ganz klar. Grob, es wird für den deutschen Markt 5 Versionen geben, eine Home Basic und eine Home Premium, die sich im Großen, was jetzt schon bekannt ist, daran unterscheiden werden, dass die Basic dieses Grafikinterface nicht haben wird. Sprich, wenn ich dieses Interface haben möchte, brauche ich die Premium Edition, die dann auch Media Center bereits mit drin haben wird. Das heißt, es wird keine explizite Media Center Edition mehr geben in dem Fall. Die nächsten zwei Versionen sind im Prinzip für den Bürobereich vorgesehen, das ist einmal die Business als auch die Enterprise Version, die dann Tablet-Funktionalitäten teilweise dabei haben werden und sich grundlegend auch in der Lizenzierung dann ändern werden. Das eine gibt es als Box, das andere per Vertrag. Und on top, die fünfte Version, wieder im Endanwenderbereich angesiedelt, ist die Version Ultimate. Die wird sowohl Tablet-PC als auch Media-Center-Funktionen unterstützen, im Prinzip also den vollen Funktionsumfang von Vista dabei haben. Super, vielen Dank für den recht umfassenden Überblick. Dann Dankeschön. Wünsche ich noch viel Spaß auf der CeBIT. Dankeschön, gleichfalls. Und wir werden ja Vista wahrscheinlich dann bald sehen können. Wie gesagt, also bis Mitte des Jahres spätestens gibt es eine Testversion und bis Ende des Jahres ist das Ding auch fertig. Super, vielen Dank. Ja. So, und das waren jetzt 5 Microsoft-Minuten voller toller neuer Features. Irgendwoher kenne ich die ganzen Features schon. Ich weiß nicht woher. Wird auch nicht verraten an dieser Stelle. Naja, jetzt schauen wir auf jeden Fall weiter zu meinem super netten Freund, oh ja, Papiero. Ja, am Stand von NEC bei der CeBIT mal wieder in Hannover hat er einen netten kleinen Freund gewonnen. Ihr werdet ihn sehen, wie er auch mit ihm fast schon intim wird. Und ja, guckt euch an, etwas lustig, aber sehr spaßig. Wir sind immer noch auf der CeBIT angekommen am NEC-Stand und ich habe heute einen ganz besonderen Gast von NEC, Papiero. Papiero, konnichiwa. Konnichiwa. Hallo. Buenos Aires. Guten Tag. Aber Papiero ist ein ganz süßer Kerl, den kann man auch streicheln und er reagiert sogar darauf. Das ist aber noch lange nicht alles. Odotte. Odotte. Kann er auch Danke sagen? Das ist nur eine kleine Vorführung. Ich werde mich jetzt bei Papiero bedanken und dann werden wir noch ein paar Fragen an die Entwickler stellen. Arigato. Bei mir zu Gast der Herr Stadler von NEC
Deutschland. Herr Stadler, wie sind Sie auf die Idee gekommen mit Papiero? Was ist Papiero eigentlich? Ja, Papiero ist ein Produkt unserer Labors. Papiero ist eine Entwicklungsplattform, ein Experiment zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Nicht? Man versucht, einen Roboter zu bauen, der Sprache versteht, der menschliche Reaktionen versteht, der Gesichter erkennt mit den Kameras, die drin sind und der auch, wie Sie ja so schön gezeigt haben, versteht, wenn er berührt und gestreichelt wird. Also können wir in naher Zukunft erwarten, dass mein Kind mit Papiero im Kinderzimmer spielen wird? Das ist eine der möglichen Anwendungen. Papiero ist zurzeit noch eine Technologieplattform, eine Technologiedemonstration. Es wird noch einige Jahre dauern, bis das ein bezahlbares Produkt wird. Aber eine der Sachen, an die man denkt, Papiero hat auch, das haben wir jetzt nicht gezeigt, ein eingebautes Handy, wäre, Papiero ist in Ihrer Wohnung, Sie sind irgendwie unterwegs, rufen bei Papiero an und sagen, geh doch mal ins Kinderzimmer und schau, was die kleinen Kinder machen. Ja? Und dann könnte Papiero mit den eingebauten Kameras das Bild auf ihr Handy übertragen und auch irgendwie mit den Kindern kommunizieren, wenn sie Dinge tun, die sie vielleicht nicht tun sollten. Danke Ihnen recht herzlich. So, jetzt sind wir wieder hier im Studio, weg vom Papiero. Und da die netten Leute von NEC nicht nur sich coole Sachen ausdenken, was sie uns näher bringen können, sondern uns auch super Giveaways mitgegeben haben, wollen wir die euch nicht länger vorenthalten und haben uns ein Gewinnspiel ausgedacht. Genau, so sieht's aus. So, jeder, der uns die Frage richtig beantwortet, kann teilnehmen am Gewinnspiel. Und zwar, die Frage ist folgende. Was ist Papiero eigentlich? Schickt eure Antwort an gewinnspiel@digitalupgrade.de. Die Gewinne sind folgende. Der erste Preis ist von NEC ein SIM-Karten-Lesegerät. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 800 Millionen Telefonnummern auf eurer SIM-Karte gespeichert habt im Telefon, könnt ihr da das Ding rein und den ganzen Spaß auf dieses Speichergerät speichern. Und wenn irgendwas kaputt geht zum Beispiel, könnt ihr es wieder zurückspielen. Oder wenn ihr ein neues Handy bekommt mit einem neuen Vertrag, könnt ihr die ganzen Telefonnummern von der einen Karte auf die andere Karte zurückspielen. Super Sache. So, der zweite Preis ist ein Digital Upgrade T-Shirt. Yeah. Mit eigenem Namen drauf und unserer URL hinten drauf. Der dritte Preis ist ein Froggy Bit Schrauberteil. Also es ist, ich würde mal sagen, ein Schraubenzieher für den Schlüsselbund. Super für PC-Freaks und Schrummschraube-Leute. Also es sind 3 Bits drin und reichen eigentlich für alles Mögliche, was man so irgendwie im Rechner rumschrauben kann. Und dann haben wir noch ein paar Trostpreise, Schlüsselbänder von NEC, AMD und so. Also coole Sache. Lohnt sich vielleicht mitzumachen. Und ja, das ist der Hauptpreis. Und ja, los geht's. Die Shirts schmeißen wir jetzt nicht weg, weil wir wollen kein Explicit. Und würde bei mir, glaube ich, komisch aussehen. Was uns auch gleich zum nächsten Thema bringt. Sachen, die komisch aussehen. Nein, natürlich nicht. Nein. Als nächstes schauen wir uns Ubuntu Linux an. Da waren wir bei Herrn Rogge. Genau. Dem Pressesprecher von Ubuntu Linux Deutschland e.V. Genau, hat uns ein paar Fragen beantwortet, schaut selber, ganz interessant. Hallo, wir sind immer noch auf der CeBIT 06 in Hannover. Bei mir ist Marco Rogge von Ubuntu Deutschland e.V., der Pressesprecher. Marco, ein paar Fragen haben wir zu Ubuntu. Ubuntu, das Wort, für was steht es? Ubuntu steht für das Wort Menschlichkeit mit anderen. Ganz kurz umrissen, kommt aus Südafrika, daher auch dieser etwas anders lautende Name. Alles klar. Und das setzt ihr auch dann im Betriebssystem selber um oder wie kann man das ungefähr verstehen? Das wird auch im Betriebssystem umgesetzt, natürlich, klar. Der Punkt ist der, dass die Release-Namen auf diesen Tiernamen, das klingt ja auch alles so ein bisschen seltsam, das wird da auch umgesetzt. Alles klar. Ubuntu ist jetzt seit 18 Monaten bei DistroWatch auf Platz 1, also wirklich sehr, sehr beliebt. Wie erklärt euch das, dass ihr so erfolgreich damit seid, mit einem kostenfreien Produkt, mit einem Betriebssystem, das keine Werbung gemacht wurde? Man kann nur vermuten, dass es wirklich daran liegt, dass Ubuntu ein sehr leicht zu bedienendes, intuitives System ist, was auch wirklich jeder bedienen kann. Die Installation sehr schnell, sehr einfach.
die Installation läuft binnen weniger Minuten durch. Anschließend ist das Betriebssystem voll arbeitsfähig mit allem, was man wirklich zum Arbeiten im Alltag braucht. Okay, alles klar. Was unterscheidet jetzt Ubuntu von anderen Distributionen, die man so kennt? Gut, was unterscheidet uns? Zum einen unterscheidet uns natürlich, dass wir ein sehr stabiles System haben. Dieses stabile System wird alle 6 Monate released. Das heißt, wir haben immer diesen Versionssprung 5.0.4 auf jetzt derzeit stabil 5.1.0. Das ist der eine Unterschied. Das passiert alle halbe Jahre. Dort wird der Kernel aktualisiert, dort wird Software aktualisiert. Dadurch können wir dem User immer frische Software und stabile Software in die Hand geben. Ist ein Punkt, der deutlich unterscheidet. Sehr, sehr viele populäre Distributionen setzen auf den KDE. Wir setzen auf die GNOME-Oberfläche. Der Desktop ist komplett auf GNOME. Man kann natürlich auch das Ubuntu bekommen als KDE-Oberfläche. Das wäre dann das Kubuntu. Oder jetzt derzeit sehr aktuell das Projekt, wo es darum geht, Schülern und Lehrern ein System von Ubuntu in die Hand zu geben. Das wäre dann das Edubuntu, was dann serverbasiert ist. Alles klar. Haben dann Kubuntu und Edubuntu irgendwelche Nachteile gegenüber dem, sagen wir, normalen Ubuntu? Nein, das System, was dahinter steckt, ist genau das gleiche. Ja, also definitiv. Das Edubuntu hat als Oberfläche zum Beispiel auch das GNOME, setzt aber natürlich vermehrt auf Schülersoftware und Lehrersoftware. Und der Lehrer hat dadurch auch die Möglichkeit, das Ganze besser zu administrieren. Und bei Kubuntu haben wir genau das Gleiche, nur dass wir da als Oberfläche dann das KDE haben. Alles klar. Wenn jetzt der normale PC-User, der jetzt seit Jahren ein anderes bekanntes Betriebssystem genutzt hat, auf Ubuntu umsteigen möchte. Ja. Wird er irgendwelche Probleme haben werden, höchstwahrscheinlich? Was ist deine Einschätzung? Also grundsätzlich gibt es da gar keine Probleme. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die gerade aus dem Alltagsbereich kommen, umgestiegen sind mittlerweile auf Ubuntu oder auch auf andere Linux-Distributionen. Die möchte ich natürlich auch grundsätzlich nicht ausschließen. Aber ich kenne sehr, sehr viele, die eben auf Ubuntu umgestiegen sind, haben gar keine Probleme. Die Software heißt eben nun mal ein bisschen anders. Es gibt nicht diesen berühmten Browser, diese einen großen Software-Schmiede, mit, wo man dann IE sagt als Beispiel. Das heißt dann nicht mehr IE oder Internetbrowser. Man sagt schlicht und ergreifend, das ist der Firefox, der ist als Standard bei Ubuntu drin. Eine E-Mail-Software wäre als Beispiel die Evolution-Software. Die hat eine Kalenderfunktion, die hat einen E-Mail-Client dabei. Man kann Aufgabenplanung machen, die Kontakte kann man verwalten. All diese alltäglichen Arbeiten, die ich machen möchte. Ob das Briefe schreiben ist, ob das Tabellenkalkulation ist, ob das Musik hören ist, DVDs anschauen. All diese Funktionen sind ganz standardmäßig möglich und dafür kann ich definitiv auch umsteigen auf ein besseres, stabiles und sicheres Betriebssystem. Alles klar, das heißt, also für den normalen User, der zu Hause sitzt, im Office seine Briefe schreibt und mal im Internet surft, der wird nichts vermissen. Der wird nichts vermissen. Definitiv nicht. Alles klar. Was sind jetzt die Anforderungen, die Systemanforderungen? Braucht man irgendwas Besonderes, um jetzt Ubuntu laufen zu lassen, oder kann ich einfach mal einen PC nehmen, den ich zu Hause habe, auf dem ein anderes populäres Betriebssystem läuft und das praktisch platt machen und Ubuntu drauf installieren? Also wir können ja Klartext sprechen. Es ist ja nicht so, dass wir da Berührungsängste haben aus der Linux-Gemeinde und auch nicht aus der Ubuntu-Community. Wenn jemand als Betriebssystem Windows 2000 oder gar Windows XP auf seinem Computer installiert hat, auch mit Windows 98, der dürfte keine Probleme haben, Ubuntu zu installieren. Da gibt es keine speziellen Hardwareanforderungen. Klar, man sollte, ein Mindestmaß sollte man schon haben. Eine 32 MB Grafikkarte wäre empfehlenswert, aber auch mit einer 16 MB Grafikkarte funktioniert es. Ja, ein Prozessor, der ab 500 MHz läuft, ein Pentium 3, auch darunter läuft Ubuntu. Alles klar, also im Endeffekt, man braucht nichts Besonderes. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, auf grundsätzlich zu Ubuntu, zu kommenden Releases, irgendwas, was vielleicht noch wichtig ist für die User zu wissen? Vielleicht ist es für die User recht interessant, dass Ubuntu in Deutschland sich sehr, sehr stark in einer Community zusammengefunden hat. Wir haben bereits über 1000 Wiki-Artikel, die viele technische Dinge beschreiben rund um Ubuntu. Wir haben dieses Ubuntu Users Forum, wo sich sehr, sehr viele User freiwillig und ehrenamtlich engagieren. Wir haben über 11.000 registrierte User dort in dieser Community. Und das zeigt natürlich auch, wie populär dieses Ubuntu ist.
Es wird stetig daran gearbeitet. Demnächst, es wird nicht mehr sehr lange dauern, wird der nächste Versionssprung von Ubuntu kommen. Dann steigen wir um auf 6.04 und das wird dann sein Dapper Drake. Alles klar. Also gerade, wo du auch die Foren angesprochen hast, man muss nicht Angst haben, oh Gott, ich habe mir jetzt Linux installiert, ich habe ein Problem, stehe jetzt da, weil es gibt ja keine Support-Hotline, sondern ich gehe in mein Forum oder ins Ubuntu-Forum, stelle eine Frage und bekomme meistens auch sehr schnell eine Antwort dazu oder vielleicht gibt es die Antwort eh schon. Man geht auf ubuntuusers.de, dort gibt es Forum, ein Wiki und ein Magazin, das sogenannte IKEA-Magazin, das ist das Ubuntu-Magazin für Deutschland. Dort kann man seine Frage gezielt und vernünftig stellen. Man bekommt in der Regel immer Hilfe. Und das ist auch das, was diese Ubuntu-Gemeinschaft, Menschlichkeit mit anderen eben stark macht und von anderen vielleicht auch ein Stück weit unterscheidet. Wenn das kein Schlusswort war, super. Danke Marco Rogge von Ubuntu Deutschland e.V. Das war's. So viel zum Thema Ubuntu für die erste Sendung. So, wir waren ja, wie gesagt, noch länger auf der CeBIT und sind danach dann weit gereist zum Stand von Samsung, auch sehr großer Stand mit sehr vielen Sachen und wir haben uns ein paar coole Sachen zeigen lassen. Ja, Samsung war diesmal nicht nur mit unglaublich vielen Sachen präsent, nein, sie waren wirklich innovativ und haben, ich glaube, als mit einer der wenigen echte Neuerungen auf der CeBIT vorgestellt. Nicht nur diesen SLI-Modus oder den Crossfire-Modus von ATI. Das haben wir ja schon letztes Jahr gesehen, aber nein, dieses Jahr gibt es wirklich super neue Sachen von Samsung und die wollen wir uns mal anschauen. Da hat uns eine nette Dame von Samsung mal die Sachen erklärt. Viel Spaß! Immer noch auf der CeBIT, jetzt am Samsung-Stand in Halle 1 angekommen. Bei mir zu Gast die Frau Wiesert von Samsung. Sie wird uns die Notebooks von Samsung näher bringen. Ja, das ist das M70, das bisher welteinzige 19-Zoll Notebook. Das TFT-Display ist abnehmbar, auf dem extra Cradle, was im Lieferumfang enthalten ist, aufstellbar und als eigenständiger TFT zu verwenden. Das Notebook an sich ist eigentlich ein Desktop-Ersatz mit 4,4 Kilo, aber immer noch verwendbar, auch um es mitzunehmen. Und ein super klares Clear-Display, toller Kontrast. Tolles Notebook. Es ist ein 14-Zoll Notebook, 2,1 Kilo, auch recht leicht, aber schon mit dem Centrino Duo Prozessor. Wird es in zwei verschiedenen Ausführungen geben, mit einem schnelleren Prozessor, mit einer eigenen Grafikkarte oder mit dem Intel-Chipsatz und bei der größeren Version dann auch mit dem Hochleistungsakku integriert. Das heißt 12 Stunden Laufzeit? Das Q35 wird kommen wahrscheinlich in einem halben Jahr mit dem Centrino Duo Prozessor drin, 1,8 Kilo, integriertes Laufwerk auch, was sehr wichtig ist für viele Leute, perfekt zum Mitnehmen und mit Hochleistungsakku 13 Stunden wieder. Was haben wir denn da für eine wunderbare Antenne? Das ist DMB, das ist ein neues, ich sag mal sowas ähnliches wie DVB-T. Wird bis zur WM in allen 12 Austragungsstätten erreichbar sein, also wird man da gucken können und bis Ende des Jahres soll auch angedacht sein, dass man deutschlandweit damit gucken, empfangen kann. In Zügen, im Auto wird halt durchgängig guter Empfang sein, soll zumindest sein. In Korea ist das halt schon sehr etabliert und da das alles koreanische Geräte sind, haben wir überall schon die Antenne drin. Q1, das Nonplus Ultra der CeBIT, das ist die Weltneuheit, das gibt es so noch gar nicht, ist eine Art Pocket-PC, aber im Gegensatz zu allem, was es bisher gibt, ist es wirklich PC im Pocket-Format. Also da ist eine Windows-Version drauf, Tablet-Version, das heißt Schrifterkennung ohne Probleme. Damit kann man navigieren, damit kann man Fernsehen gucken, damit kann man arbeiten, damit kann man eigentlich alles machen. Und gibt es Zubehör, es gibt ein extra Laufwerk, es gibt eine Tastatur, das Ganze in der Tasche, es gibt eine externe Festplatte dazu. Das wird es voraussichtlich in einem halben Jahr geben, wird auch sehr günstig sein, also im Verhältnis ungefähr 1000 Euro wahrscheinlich. Und wie gesagt, das ist eigentlich das Highlight der CeBIT. Das Q30 Plus ist das leichteste Notebook, was wir haben mit 1,1 Kilo, hat einen externen, also im Lieferumfang enthalten, einen externen DVD-Brenner. Gibt es in zwei Farben, einmal in dem Silber und einmal in diesem Rubinrot. Das Laufwerk ist dann auch in Rubinrot, also das passt schon auch zusammen. Wird auch verkauft mit extra Hochleistungsakku, 13,5 Stunden wieder und ist eigentlich, also das perfekte SAP-Notebook. Solid State Disk, die Festplatte aus reinem Speicher im Grunde genommen. Das heißt im Klartext schneller, schockresistenter,
Viel besser, alles viel besser. Ist leider im Moment noch nur ein Prototyp, weil es einfach in der Herstellung zu teuer ist. Aber es wird mit Sicherheit kommen und es wird für viele Spieler und auch sonst Leute, die viel mit ihrem Notebook machen wollen, wahrscheinlich eine sehr gute Möglichkeit sein. Allein schon geschwindigkeitsmäßig. Was gibt es jetzt bis jetzt schon für Gigabyte-Größen? Kann man sich da schon ungefähr ein bisschen festlegen? Also wir haben jetzt hier eine 16 Gigabyte ausgestellt. Wir haben in dem einen Notebook zur Präsentation eine 40 Gigabyte. Ich denke mal, es wird, wenn es preislich machbar ist, alle Größen geben. Ich sage mal bis 80 Gigabyte, weil einfach eine 80 Gigabyte Festplatte ja auch in einem Notebook verbaut ist. Wie gesagt, bezahlbar ist das noch nicht. Und wenn es bezahlbar ist, wird es auch alles geben. Dann will ich mich nochmal recht herzlich bei meiner Dame hier bedanken. Wunderbar haben Sie es gemacht. Vielen Dank. So, jetzt haben wir den Samsung-Stand auch gesehen. Und das war es auch schon fast für die erste Show. Aber wir kommen mit Sicherheit wieder. Und wir haben natürlich, wie jede gute Plattform, haben wir unser Programm auch schon weiterentwickelt. Natürlich. Und haben auch für die nächste Woche auch schon ein Programm, das wir euch kurz mal vorstellen wollen. Genau, also nächste Show geht es grundsätzlich mal ums Thema Security. Also vor allem ums Thema Security bezüglich Internet, weil da kommen ja die meisten irgendwie Schwachstellen oder die meisten Attacken oder so her. Also hauptsächlich Thema Viren. Oder auch Phishing, was immer mehr im Kommen ist, wie man sich dagegen schützen kann. Oder zum Beispiel Spyware, was auch sehr unangenehm ist. Ja, und natürlich auch viele andere Möglichkeiten, wie man über Backdoors in Computer eindringen kann und wie man seinen Computer so sicher wie möglich gestalten kann. Genau, also darum wird es hauptsächlich gehen, wie mache ich meine Kiste sicher. Und ja, ich denke, das wird für den einen dann ganz interessant sein. Ja, ich denke, da werden wir uns mal drauf freuen und wir werden uns ein bisschen Arbeit damit machen. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise ihr uns, hoffentlich nächste Woche wieder. Und da geben wir natürlich dann auch die Gewinnspielgewinner bekannt. Und vielleicht haben wir bis dahin schon wieder neue Preise. Mal schauen. Also dann, bis nächste Woche und probiert unsere Sachen aus. Yo, ciao.